Recht herzlich willkommen zur 250. Folge von Towns. Ja, wir haben letztens den Helden hier unten gesehen. Der war ja unterwegs, um da hinten noch das brennende Tier hier, Burning Pet, zu schlagen. War aber nicht ganz hingegangen, sondern woanders. Und dann ist er auch hochgegangen. Wahrscheinlich schläft er oder isst jetzt was. Ah, sieht nach Essen aus. Er hat sich ein Radieschen geholt und das Radieschen erinnert mich daran, dass wir auch einen Händler da hatten, der noch ein Radieschen kriegte, einen Apfel und drei Birnen oder eine Birne und drei Äpfel, ne? So war's. Genau, da passiert aber nichts. Ja. Was ist denn mit Essen überhaupt? Haben wir da was? Birnen 16, Äpfel 17, also das ist jetzt nicht das Ding. Und wir haben kein Brot, aber zwei Radieschen, also bräuchten nur die passenden Leute, die ihm was bringen. Und da war auch gerade einer, das bedeutet, wir brauchen nur die drei Äpfel. Nur noch zwei Äpfel? Ja. Und dann ist der Händler gleich Geschichte. Okay, der hat sich was anderes geholt da unten. Kann jetzt nicht sehen was, aber ist auch nicht schlimm. Da kommt wahrscheinlich wieder ein Apfel. Und da kommt der letzte Apfel. So, und dann macht sich der Händler auf den Weg. Dann sind wir mit dem schon mal fertig. Was macht unser Wasser eigentlich? Es plätschert so vor sich hin, ne? Hat es aber nicht hochgeschafft. Doch, es schafft's bis dahin. Und dann ist Sabbat. Weiter geht's nicht. Also runterfließen tut's nicht. Unser Held ist gerade wo? Schläft oder was? Ja, sieht so aus. Und hier sind wir bei 37, sinkt gerade wieder, also nicht so dolle. Und im Keller ist Duster, da wohnt der arme Schuster, oder wie hieß die Geschichte damals? Ja, hier ist jetzt nicht so viel los, ne? Weil keine Helden und so. Naja, aber weit verzweigt ist ja schon entdeckt worden, ne? Gut. Das brennende Tier ist jetzt weiter nach vorne gerückt. Okay, wo geht's hin? Hat's was entdeckt? Hat's Hunger? Kommt hoch, oder was? Okay. Na, kommst du auch noch durch das Türchen durch und gehst in den Raum? Nee, ne? Das machst du nicht, oder? Obwohl. Könnte auch gehen, ne? Ah, jetzt vor der Tür, aber nein, hat nicht geklappt dadurch. Okay. Gucken wir nochmal nach dem Helden, wo der jetzt rumschwirrt. Ah, er kommt gerade runter und entdeckt wahrscheinlich gleich was Neues. Da ist einer hochgegangen, aber hier geht's erstmal runter. Hier ist er. Und läuft jetzt neue Dinge entdecken. Okay, verfolgen wir ihn mal gerade. Schauen, was er macht, wenn er jetzt hier hochgeht, ne? Ne, macht er aber nicht, er geht runter. Okay. Er geht hier runter noch. Ist er gleich müde oder was und hat Hunger oder so und... Aha. Da hätte man den Weg uns sparen können in dem Sinne. Indem wir zum Beispiel hier was abbauen. Und er guckt weiter nach hier. Und traut sich nicht weiter vor, oder was? Doch. Und ist da was? Vielleicht kann man da lang gehen. Aber er geht jetzt wieder weg, weil er wahrscheinlich Hunger hat oder Durst oder möchte schlafen. Da können wir nochmal das drücken hier. Da ist viele Kupfer weg. Oh nee, er geht noch weiter entdecken, aber an einer anderen Stelle. Und da findet er schon mal einen Gegner. Ein Ogre. Und da ist noch ein Tup. Na, konnte ich leider nicht lesen. Hier geht's weiter, da geht's weiter, okay. Ja, wir können nicht alles sehen. Jetzt. Haben wir auf jeden Fall zwei Tote gemacht, oder er hat zwei tot gemacht. Okay, da liegt irgendwas zum Leuchten. Burn it. Oder burn it, ist das auch so, ne? Da unten ist es, ne? Okay. Und er geht, denke ich, mal wieder hoch. Wie sieht's mit Happiness aus? 38 ist einer gestiegen von 37. Wir haben keinen weiteren Helden hier.
Ja, hier sind keine Leute. Hier sind es 5, die sich ums Essen kümmern. Es gibt gar keinen Bergmann. Okay, da war eine falsche Anzeige gerade oder was? Oder ich habe die 2 gesehen, alles klar. Ein Holzfäller, ein Träger. Das bedeutet, wir machen doch hier einen zum... Sag schon, zum Bergmann, Wehrmann. 4er, 2, 3, 4, 1, Damage, 3. Da wäre der erste der bessere. Dieser ist noch besser. 4, 7 ist noch besser. 6, 5 ist am besten, also den können wir dann mal als Bergmann runterschicken. Diesen hier, den machen wir zum Bergmann. Weil der kann was. Dann haben wir auch einen da und dann können wir auch hier Wege freischaufeln weiter, ne? Macht Sinn. Hier zum Beispiel. Burning Pet, wo bist du? Er ist weiter geflohen. In welche Richtung? Ah, er ist hier reingelaufen, alles klar. Und dann ist der von da, okay, der macht schon ganz schöne Meter, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der seine Position so stark verändert. Okay, wir gucken gerade zum Helden, der in seinem Bettchen ist und schläft wahrscheinlich. Hier passiert nichts. Händler war ja weg. Ja, hier haben wir ganz viele Sachen, die nicht aufgestellt werden. Kerzen, verschiedene Arten. Können wir eigentlich hier unten mal irgendwo was hinstellen, ne? Wo ist denn hier die Treppe? Da. Hier könnte ein bisschen mehr Licht eigentlich hin, ne? Aber hier ist irgendwas falsch aufgestellt worden, oder? Aber naja, was soll's. Hier gibt's auch Kerzen. Hier auch. Hier weniger. Hier wird irgendwo jetzt gerade der Weg freigemacht. Da oben wahrscheinlich, oder? Das war die älteste Geschichte. Ah, ist schon lange weg, okay. Hier waren wir ja noch am Entdecken. Da ist er. Und beim Burning Bed war er nicht. Vielleicht auch besser für ihn. Obwohl ich glaube, so stark ist der ja schon, ne? Dass er den umhauen könnte, oder? Hier geht's irgendwo nicht lang. So, mal gucken, wo es hier lang geht. Jo, das ist die Treppe nach oben. Ja, wir können auch mal nach dem Heldengrad gucken. Der läuft da lang. Und dann geht er da lang. Und er geht Richtung Burning Pad. Na? Ob er da hinkommt, ist die nächste Frage. Und... Wenn du links abbiegst, bist du richtig. Ja, er wird sich der Sache stellen, oder? Ah, er ist leider dran vorbeigelaufen. Aber wir haben die Chance auf dem Rückweg noch, ne? Ah, wir machen gerade den Rückweg, oder wie sehe ich das? Ja, und da läuft es. Ja, er ist ziemlich stark und hat ihn mal gerade eben umgehauen, ne? Da kommt ein Händler, können wir weiterlaufen lassen. Ja, das war ja schon mal, ne? Wieder so ein richtiger Angriff, den wir hier gesehen haben, ne? Gut, schauen wir weiter. Hier ist noch ein langer Weg. Ja, da haben wir schon den Weg gemacht, damit es mal schneller darüber geht. Okay, müsste man das weglegen. Sneaker it. Na, so viel Defense hat's nicht, ne? Steiner. Hier ist eine schicke Brustplatte, aber auch alles nicht so. Die Bringer. 1188, obwohl das ist ja summiert sich ja im Endeffekt dann auch, ne? Okay, 1800. 1000. Helm mit 1000. Ja, Hauptproblem die Graves.
Und hier, Wurstplatte. Oh, die ist schlecht, ne? Schaden minus 100. Dafür 1169. Abwehr. 1700 war das jetzt hier, oder was? Ne, doch, 1700, fast 1800, das auch. 1900, das ist mal eine richtige gute. Ja, hier ist nix. Hier oben ging's dann mal. Brustplatten, hier ist ein Hemd. 1200. Was war das? Woolhead, okay. Brauchen wir nicht, ne? Und da, ach, warte mal, wir müssen jetzt gerade, oh, 2000 sogar, wow. Der Händler wird da sein, genau so ist es. Und der bringt uns was. Und die drei Piepvögel nehmen wir. Die Kerze können wir auch noch nehmen. Eine Blume brauchen wir auch immer. Was haben wir sonst noch so? Nichts wirklich Brauchbares. Was möchte er haben? Er möchte Steine, er möchte ganz viele Dinge haben, die... Okay. Farben braucht er auch, aber ich glaube, wir können ihm mal hier was geben. Nee, geht so nicht. So, das hat er. Das kriegt er auch noch. Und sonst blauen Schleim, den müssen wir erstmal vielleicht selber verarbeiten. Können ihm mal ein paar Steine hier geben und so viele will er dann doch nicht. Okay, da geht was. Einer zu viel, 50 davon. Ja, machen wir den Handel doch, oder? Wie sieht's hier aus? Happiness 41. Wir können wieder laufen lassen. Wo ist unser Held? Auf dem Weg nach unten? Ne, auf dem Weg nach oben. Alles klar. Hier sind wir bei 42 von 46. Okay. Das ist ein Badger. Da läuft einer rum. Was macht er hier? Oh, was machen sie hier? Und jetzt habe ich hier irgendwas angeklickt. War das noch mit Aushöhlen angesagt oder sowas? Weg damit. Er ist wahrscheinlich hochgegangen gerade, diese Person, die hier sich verlaufen hatte. Ja, hier sind ganz viele Räume noch und auch Flächen, wo man noch reinbuddeln könnte, wenn man wollte. Sehr interessant da, das abzubauen. Aber das ist ja alles noch richtig hoch, ne? Oh, hier wurde irgendwo gerade gearbeitet. Und wo? Wo ist dieser Abkürzungsgang da? Okay, wird sogar tatsächlich gemacht gerade. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, geht woanders hin. Nicht zur Treppe, glaube, oder? Nee. Dann wahrscheinlich hier irgendwo. Am besten diese Stelle, dann kann man da kurz durch, ne? Also hier wäre auch nicht schlecht, klar, aber da ist noch idealer, ne? Okay. Jetzt läuft sie rum und macht das von da aus, ne? Wetten? Total logisch. Passt, ne? Und läuft wieder den ganzen Weg zurück, oder was? Ne, buddelt hier unten jetzt was frei. Okay, geht da. Vielleicht schafft sie ja das alles weg, oder ist es überhaupt denn sie? Ja, Emily, ne? Schicke Kugel hier, Gulit. Und das ist Kupfer, naja. Irgendwo ist der Held am Kämpfen, würde ich sagen. Okay. Neuen Raum entdeckt hier. Da ist auch noch wer. Auch schon schnell geschafft. Wer ist das denn hier? Ein Wolfie, Queen of the Werewolves. Stone Golem, Iron Golem, Spider Queen. Den gibt's hier nicht oder so. Infected Zombie.
Sneaky Ghoul, okay. Dann lassen wir das weiterlaufen. Okay, ich glaube, er räumt da den ganzen Raum auf, so wie das aussieht, oder? Ja. Gut, läuft. Läuft immer noch. Läuft noch mehr. Oh, hier sind noch ein paar mehr. Was ist das hier für einer? Stone Troll. Okay, jetzt sind es drei auf einmal. Das ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, aber wir haben da wohl eine gute Waffe. Ein Wertiger, Spider Queen nochmal. Okay, geht weiter. Ich glaube, jetzt müsste er langsam mal schauen, dass er wegkommt, oder? Ich glaube, hier sind dann doch zu viele jetzt in der Ecke. Ist das gleich unser letzter Held? Wounded, okay. Na, wie lange hältst du es aus? Ich glaube, lightly wounded, okay, dann geht's ja noch. Aber er muss jetzt auch noch den nehmen, ne? Aber jetzt erstmal nach oben, oder? Und da geht auch noch ein Gang lang. Ja, da hat er richtig geräumt, würde ich gerade sagen, ne? Aber unser Happiness ist gerade wieder runtergegangen. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Okay, da oben wurde gebuddelt. Und ich glaube, jetzt könnte er hier lang gehen, weil dieser Durchbruch da ist. Macht er auch. Ja, läuft. Dann haben wir da schon einen besseren Weg gefunden. Ja, gut. Dann schauen wir mal weiter hoch. Aber unsere Happiness ist echt ein großes Problem. Das sollte jetzt mal wieder auf 46 gehen, wenn wir ein paar Leute mehr kriegen, ne, oder? Aber was willst du jetzt gerade machen? Ja. Ja, wir haben hier noch Klamotten und Sachen stehen, die sollten wir mal vielleicht verbauen. Happiness mit Piepvögeln zum Beispiel ist ja nicht schlecht, ne? Solche Sachen. Müssen wir nochmal genau überlegen. Aber ich denke, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und das letzte war dann noch die Glocke, die ihr anmachen könnt, damit ihr informiert werdet, wenn das nächste Video kommt. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.